schon Sorgen gemacht. Lisa, wir müssen eine Weile vorsichtig sein. Wir dürfen uns nicht zusammen sehen lassen, außer im Klassenzimmer. Für wie lange? Ich weiß auch nicht. Ein paar Wochen. Was? Ein paar Wochen? So lange kann ich nicht ohne dich leben. Es geht aber nicht anders. Warum denn nicht? Wir haben doch nichts verbrochen. Ich schon. Neulich hat mich jemand gesehen. Na und? Wir sind keine Kinder mehr, ist doch nicht schlimm. Verstehst du nicht? Die wollen mich abschießen. Lisa, hör mir zu, wenn einer erfährt, dass ich um die Zeit dort war, dann glaubt doch jeder, dass ich das Mädchen umgebracht habe. Ich liebe dich. Sag niemandem was, ja? Bitte. Lieutenant Stone? Ja? Ich bin Lisa. Lisa Deming, Walter Youngs Freundin. Aha, was kann ich für Sie tun? Nehmen Sie Platz. Walter hat das Mädchen nicht getötet. Das müssen Sie mir glauben. Hey, Moment mal. Nein, Sie verstehen mich nicht. Ich war mit Walter zusammen gestern Abend in meinem Apartment. Wir haben den Mord vom Fenster aus gesehen. Und ich war es auch, die Polizei angerufen hat. Glauben Sie mir, ich sag die Wahrheit. Warum hat er mir nicht gesagt, dass er mit Ihnen zusammen war? Das konnte er nicht. Sonst hätte er seinen Freigängerschein abgeben müssen. Es ist für Freigänger streng verboten, irgendjemanden im Studentenheim zu besuchen. Deswegen ist er auch geflohen. Dafür steht er jetzt unter Mordverdacht. Was glauben Sie, warum ich hier bin? Ich weiß, es ist kaum zu glauben, aber er sagte, ehe er nochmals ins Gefängnis geht, bringt er sich um. Hören Sie zu. Wissen Sie, wie falsche Zeugenaussagen bestraft werden? Ich habe die Wahrheit gesagt. Sie haben vor einer halben Stunde die Mordwaffe in seinem Schrank gefunden. Aber das ist verrückt, das ist gar nicht möglich. Es sei denn, jemand hätte sie reingelegt. Ich brauche ein Bandgerät. Und eine Stenografin. Das ist Mrs. Brown, eine Polizeistenografin. Sie wird ihre Aussage aufnehmen. Also los. Also, jetzt erzählen Sie mal. Von Anfang an. Es war so. Walter stand ziemlich dicht am Fenster und ich saß auf dem Bett und... Er rief plötzlich, da wird jemand überfallen. Ruf die Polizei an. Da habe ich angerufen und habe gesagt, dass ich einen Überfall melden möchte. Und dann hat man mich verbunden. Der Beamte sagte irgendwas... Ich erinnere mich nicht mehr. Und ich sagte nochmal, dass ich einen Überfall melden möchte. Er fragte, was für ein Überfall. Ich antwortete, ein Raubüberfall. Und dann hat er mich gefragt, wo denn der Überfall war. Und ich sagte, er war nicht, er findet im Moment statt, vor meinem Fenster. Augenblick bitte. Hier ist Herr Kulavic. Ich möchte ein Verbrechen melden. Was für ein Verbrechen? Vermutlich ein Raubüberfall. Wann war das? Er war nicht, er findet in diesem Moment statt. In diesem Moment? Ja, in diesem Moment auf der Straße, genau vor meinem Fenster. Woher haben Sie das? Jeder Anruf, der auf einem Revier ankommt, wird automatisch auf Band aufgezeichnet. Reden Sie weiter, bitte. Was war dann? Der Beamte fragte mich nach meinem Namen. Ich wollte ihn sagen, aber Walter hat mich unterbrochen. Er meinte, ich soll nur sagen, wo der Überfall stattfindet, und das habe ich getan. Was haben Sie genau gesagt? So was Ähnliches wie, das ist doch ganz egal, wer anruft, da unten wird jemand überfallen, also tun Sie was, da, wo der Park ans Unigelände grenzt. Einen Moment mal. Wie heißt es? Oder tun Sie was? Hier wird jemand überfallen, da wo der Park ans Unigelände grenzt. Hast du genug gehört? Naja, diesmal habe ich mich wohl geirrt. Sag mal, kannst du feststellen, wann das war? Mhm. Robbins? Okay, lassen Sie das tippen, damit sie es unterschreiben kann. Und dann fahren wir ins Gefängnis und hören uns an, was Young dazu meint. Danke. Ich habe mich scheinbar doch nicht geirrt. Wieso hast du dich nicht geirrt? Das war der Staatsanwalt. Er wollte uns gratulieren. Walter Young hat ihm ein Geständnis abgelegt. Er hat Mary umgebracht.